Pistole ist leer. Ah, ja. Wollte ich nur darauf hinweisen. Das habe ich auch nochmal so klick, 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 klick. Okay. So. Richtung M, Linus, Richtung M. Nee, oder nicht. Ja, ist immer gut. Dass sie immer so aggro sein müssen, ne? Ich kann das doch ganz, ganz normal regeln mit Worten. Wo ist es hin? Es ist wieder nach oben, ja. Es ist nach oben. Du hast die Kräuter von uns, ne? Ja. Ah, da liegt's wieder. Ja, schon viel aus, ne? Mhm. Hab doch gerade dezent einiges reingeschossen. Ja, ein bisschen hier bei großes Viech hin. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ja, das Viech auch. Nee, nicht. Doch. Ja, vielleicht. Vielleicht mal gucken. So. Ah. Gut. Ja, das war eher so Eigennutz. Ja, ich bin einfach mal reingelaufen. Viech liegt wieder. Ey! Hier ist Maschinengewehr jetzt hoch. Ja, momentan. Falls du es schaffst, da hinzukommen. Wo? Oh. Ach komm! Ach komm! Okay, ist wieder ready für. Obwohl, kann man denn da was machen, wenn man näher rangeht? Hineinwerfen! Dann werfen wir doch mal eine Handgranate rein. Vielleicht hätten wir das schon vorher mal machen sollen. Mhm. Dann vielleicht jetzt hier auf Gehirn schießen, dann später. Hm, vielleicht. Und gut. Machen wir dann ab jetzt mal so, ne? Mal den Ärmchen stillhalten, so trifft dich doch kein Mensch. Ja, ist gut. Diese Viecher, ne? Scheiße, dann habe ich Gewehrmunition bekommen. Oh. Aha. Da. Dann renne ich mal schnell hin. Ich kann da nichts werfen. Ja, du brauchst Handgranaten. Weil ich Handgranaten im Gepäck habe, du nicht? Nee, hab ich dir doch alle meine gegeben. Okay. So, das ist neu. Ausbrechen. Wow. Los. Los wohnen. Lose. Versetzt. Okay, jetzt machst du die Bomben fließen. Zeit zum Nachladen. Aua. Zum Thema Zeit zum Nachladen. Nicht wieder. Noch ein Treffer mache ich nicht mit. Ich habe noch Zeugs. Komm. Ja, ich versuche jetzt mal da hin zu rennen. Ah, verdammt. Den einen drumherum. Ich glaube, hier ist noch ein Kraut, kann ich einfach nicht nehmen. Dann kraute mal. So schon. Au. Trifft nicht. Ich glaube, ich muss wieder ausweichen. Was ist jetzt denn? Ach, da kommt es wieder.
Da ist es. Okay, jetzt liegt es wieder auf dem Schnauze. Dann gehen wir jetzt aber schnell hin. Und dann werden wir es noch. Ah. Yay, bam! Ist es jetzt tot? Ja. Mann. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Selagiona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. She's lying. No shit, Sherlock. 67,2%. Beenden Sie Kapitel 5.1. Weiter. Machen wir noch eins. Ja, ich denke, eins können wir noch machen. Ja. Sie können die Akte U8 in Dings angucken. Da lag jetzt noch so viel Munition und Gedönse auf dieser Plattform. Das darfst du aber nie haben. Verwalten. Können wir was verkaufen? Jo, ja. Tatsächlich. Nicht viel, aber können wir. So, dann gebe ich dir erstmal die Maschinengewehrmunition. Mit der kann ich ja nichts anfangen. Pistolenmunition. Brauchst du demnach nicht. Ich könnte hier das Dings mal verbessern. Ja, klar. Mehr Schaden für das Gewehr. So, ich wäre dann, glaube ich, durch. Moment. Oh, Munition? Ja. Jo. Ja. Hätten wir soweit, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen geradeaus. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that and about Jill once we find her. All right. Let's find her then. Guck mal, hier ist noch was zu lesen. Ja, da gibt's noch was zum Readen, wollte ich gerade sagen. Dokument lesen. Daten zur Versuchsperson. Versuchsperson, kaukasisch, weiblich, Augenfarbe blau. Die Person befand sich für längere Zeit in medizinisch induzierter Stasis. Für alle Lebenszeichen, einschließlich Herzschlag, Atmung, Blutdruck und Temperatur, waren die Werte normal. Es wurde eine Pigmentierungsanomalie beobachtet. Die Auswirkungen sind auf das Kopfhaar beschränkt. Außerdem wurde eine Hautbleichung, Klammer auf, Etiolement, beobachtet. Aha. Keine Ahnung, was ich da gelesen habe, aber... Aha. Gucken, ob es da hinten noch irgendwas gibt. Da, wo wir herkamen. Nein. Mm-mm.
Diese großen Räume, denke ich immer an diese blauen Dinger irgendwie. Ja. Aber nein. Aber ja. Da ist eine Tür. Super. Ein Riesenraum. Direkt wieder eine Ladesequenz. Mm. Speichern. Kisten. Fast alle aufgekommen. Gewehrmunition, Pistolenmunition. Noch eine Tür. Oh, das sieht aber nicht schön aus hier. Warum? Oh. Jetzt haben wir ja noch Knarren. Da packe ich doch direkt mal meinen Sniper aus. Um da mal dem einen oder anderen einen Headshot zu ver... Was? Das sah ja witzig aus, wie der die Granate geworfen hat. Sonst so. Deckung. Deckung! Ah ja. Zielen. Okay. Ach, nett. Kann man da auch neben der Tür in Deckung gehen? Ja, tatsächlich. Lösen. Ich dachte gerade, ey, da steht einer, das war aber ein Kraut. Gold. Noch mehr Gold. Tür öffnen. Man, warum machst du die Tür direkt hinter dir zu? Das finde ich gar nicht okay. Doch! Oh, der ballert schon wieder ein. Doch, bei Roller. Gucken wir erstmal, was hier so an Zeug rumliegt, ne? Ja. Gegen die Wand. Ich sehe schon einen. Na? Okay, ansonsten sehe ich hier keinen. Dann löse ich mich mal und gehe mal hier in Deckung. Ah ja, da links ist einer. Einer? Okay. Ausrüsten. Aufstehen und werfen. Geh mir weg mit deinem Schocker. Ich hab mal... Super! Bäm! Ich wollte gerade noch sagen, ich hab da mal was hingelegt, hm? Mhm. So, hier in Deckung. Ach, guck mal, da kommen noch mehr. Ach, da sind noch mehr? Ich brauche hier schon wieder einsammeln. Da, behalt deine Granate. Granate. Gib mir weg, weg. Geh doch weg. Okay, es war nur eine Brenngranate. Blendgranate. Ich treff dem seinen verfickten Kopf nicht. Sondern nur seine komische Panzerung da. Na gut. So, die kamen ja da alle da aus dem Loch hier. Ist da irgendwas drin, ne? Rotes Kraut. Da kommt noch einer. Jede Menge Pistolenmunition und ein rotes Kraut. Rotes Kraut? Ja, jetzt habe ich es aufgenommen, jetzt bin ich voll. Kombinieren. Ach, ich habe ja noch Gewehrmunition.